Warum man wem was wie sagt. Wir reden doch alle viel zu viel. Das muss man doch mal äußern. Es ist viel zu viel getuschelt auf den Fluren zwischen Häusern. Wir reden zu viel und sagen dabei nichts. Wir ertragen keine Stille mehr. Frei zu reden ist ein Recht, aber eben auch ein Luxus. Und auf Luxus muss man immer verzichten, um ihn wieder schätzen zu können. Wer warme Duschen schätzen will, muss halt mal in die Arktis. Wer Stelle schätzt, muss nach Istanbul, wenn da gerade Markt ist. Neologismen, Anglizismen, Superlative, Imperative, Imperative, Superlative und Poetry statt Poesie, alter Marius. Man wird zu gewaltig, aber dann kurz, ich weiß nicht, aber drüber nach! Bertolt Brecht hat mal gesagt, ein Mann, der was zu sagen hat und keine Zuhörer findet, der ist schlimm dran. Schlimmer dran sind Zuhörer, die keinen finden, der ihnen was zu sagen hat. Ich will. Nein. Ich brauche. Nein. Ich verlange zum Maßstab mehr Superlative, denn was ich brauche, das ist nicht weitig, was mir fehlt, ist Perspektive. Ein Engel erscheint mir und mich trifft fast der Blitz. Dieser Engel sieht aus wie Marcel. Reicht er nichts, geh er neigt sein Haupt. Verklärt, entrückt in lyrischer Ruhe. Marcel sieht mich an und dann ruft er mir zu. Quartier demonstrandum, Mann, ich seh das wie du durch feinen Reim kein sein. Komm, setz dich und schreib mit der Zielsetzung Lust, Lyrik, Zeitvertreib. Denn es ist doch Ästhetik, die diese Welt im Innersten zusammenhält. Nur hör mir gut zu und dann sag ich dir, das ist gewohnt und das wie doch genauso ums was. Und da sind wir beim Punkt. Ich brauche das Schreiben und das Reden können auch. Das Schreiben, um weithin festzuhalten und für das Gefühl, das sich einstellt im Bauch und das man hat, wenn man ehrlich Geschriebenes teilt. Hier stehe ich vor euch, meinem Wertstribunal und berichte in Reimen vom Sündenfall. Warum soll ich euch weiterhin wortreich belügen? Warum mich in Demut mit Durchschnitt begnügen? Drüben selbst lügen flügel, ich wäre schon lang abgegeben. Hätte mich selbst in ein Flüchtlingsasyl abgeschoben. Ein Asyl, das taugt zur Fahnenflucht für Leute wie mich. Verloren im Mittelmaß, dabei weiß ich doch, ich wollte niemals halbgar sein. Ich wollte am Schalter sein, wollte Verwalter sein, nie in dem Alter sein, in dem man lauwarm wird. Und ich stehe zu oft hier oben und lese Phrasen von Ekstasen zum Bespaßen. Sprichwort, altes Brot ist nicht hart, kein Brot, das ist hart. Hunger ist der beste Antrieb, doch viel mehr ist nicht mehr drin, weil ich durch meine eigenen Texte lang schon übersättigt bin. Wie ein kleiner Klavierschüler Chopins Etüden übe ich mich in plumpen Poesie-Plattitüden. Reinschema 1. Haus, Maus, Laus, Raus, Graus, Haus. Reinschema 2. Haus, Schwanz, Maus, Gans, Graus, Gans, Laus. Schweigendes Gold. Weg mit solchen Phrasen, hört nur einmal auf mich, bitte. Verkehrt Mangel an Mitteln nicht zu guter Sitte. Sagt mir keiner, man könnte nicht, wenn man denn wirklich will. Und dafür braucht man gar nicht viel, nur so ein bisschen Gefühl. Und wenn du wie eine S-Bahn nun mal eher langsam anfährst, dann mach dich nicht verrückt, zieh dich an Rhythmus und fährst Maß hoch. Solchen kleinen, feinen Reimpassagen beizukommen, ist gar nicht so schwer, du musst nur üben. Etwas Zeit bekommen. Worte sind nur Handwerkszeug. Für die, die etwas sagen wollen, sollen alle Zollbeamten endlich was zu tun bekommen. Wo's? Sie wollen mehr als 500 Worte aus Ihrem Kopf aus und in ein beliebiges Ohr einführen. Das kostet was, mein Lieber. Viel Papier und Zollgebühren, damit mit fremdem Inhalt im Ausland keine Betrug. Klar ist dieser Inhalt in Ihrem Land leider nicht mehr verfügbar. Danke dafür, liebe GEMA. Ich euch weiß nicht zu schätzen, wenn Künstler auf der ganzen Welt sich mit den Fans vernetzen. Danke, liebes Russland, China, ZDF und Vietnam, dass ich weiß, wie schön es ist, wenn man offen reden kann. Und danke, liebe CSU. In digitaler Hektik zieht beim Volke Dialekt wohl einfach mehr als Dialektik. Das hier, Freunde, ist kein Text, bei dem es mir darum geht, wie so mich, mein Liebesleben oder Alltagsthemen steht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin wollte, als ich angefangen habe zu schreiben. Weiß nicht, wo was hin sollte und weiß nicht, was wird hängen bleiben, doch es gibt ja noch so viele Dinge, die einfach mal gesagt werden müssen. Drum schicke ich diesen Text raus per Nachname und dann bitteschön auch mit persönlichen Grüßen an Bill Gates, der einer der Hauptaktionäre bei Monsanto ist und das übrigens auch schon war, als dieses Unternehmen ungeprüftes, genetisch manipuliertes Saatgut an Schwellenländer exportierte, was dazu geführt hat, dass sich tausende indische Bauern wegen der schadhaften Ware bedingt Märkte aus Fällen erhängt haben.
an. Die evangelische Landeskirche, die nicht interveniert, wenn das diakonische Werk, die in ihrer Obhut lebenden Menschen mit Behinderungen, Zielvorrichtungen für Kleinkaliberwaffen im Markenhitler und Koch produzieren lässt. In all den Dingen, über die man mal reden sollte, bin ich schon fast betrunken, doch später habe ich gemerkt, diese Bühne, die funktioniert wie ein Atemgerät und darum ist dieser Text auch kein Klagelied, nur halt ein Abgesang auf falsche Scheu und Zensur. Denn ich weiß ja noch nicht mal ein Tausendstel von den Dingen, die man wissen sollte, ohne sie wissen zu wollen. Nur von einer Sache weiß ich, die es wert ist, dass man sie schützt, nämlich wenn man offen reden darf und diese Chance auch nutzt. Dankeschön.